Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Themenwoche Social Trading im DAF. Wir sind heute zu Gast bei einem Vorreiter auf diesem Gebiet. Wir sind zu Gast bei Iondo in Frankfurt und wollen uns mal genauer anschauen, was ist eigentlich nötig, um Social Trading erfolgreich anzubieten. Also, was macht Iondo und was macht Iondo besonders? Schauen wir uns doch mal ein bisschen hier um. Ich glaube, hier sitzt der Kundenservice, den schauen wir uns nachher nochmal genauer an, aber wir haben ja einen Termin mit dem Chef. Wo sitzt der eigentlich? Ah, wir haben ihn gefunden, Robert Lemka, der CEO der Iondo-Gruppe, mit dem haben wir jetzt einen Termin. Herr Lemka, hallo, guten Morgen. Morgen. Herr Lemka, was ist eigentlich die Idee hinter Iondo? Die Idee hinter Iondo ist die Schwarmintelligenz der Märkte für Privatanleger verfügbar zu machen. Das hört sich jetzt unheimlich kompliziert an, aber das gab schon im Mittelalter. Da wurde der Ochse auf den Marktplatz geführt und wurde geschätzt. Und die Gesamtheit, das Gewicht wurde geschätzt und die Gesamtheit dieser Schätzung ergab ungefähr auch das tatsächliche Gewicht. Das erhoffen wir uns auch von Social Trading, dass die Gesamtheit der Meinungen sozusagen die Wahrheit widerspiegelt und dem Kunden, dem Privatanleger diese Informationen zur Verfügung gestellt wird. Da fragt man sich natürlich, wie kamen Sie zu dieser Idee? Also sprich, was ist auch so Ihr beruflicher Hintergrund, was haben Sie vorher gemacht? Ja, ich selber bin ein Kind des Investmentbankings, habe 15 Jahre lang in dem Bereich gearbeitet, in Frankfurt und London und habe den Beruf des Traders von der Pike auf gelernt als Market Maker für Staatsanleihen, durfte damals schon die erste Digitalisierungswelle in den 90ern miterleben. Dort gab es starke Umwälzungen. Ein prominentes Beispiel ist die Einführung der Eurex, die ja den Markt für Terminkontrakte komplett sozusagen revolutioniert hat. Und diese Zeit hat mich sehr stark geprägt und mein Interesse geweckt, diese technologischen Effizienzen an den Privatanleger weiterzugeben. Und das ist heute eigentlich auch unser Credo hier bei Iondo, Empowering You. Ja, das ist unser Werbeslogan. Das heißt, wir möchten dem Privatanleger die Macht verleihen und die Werkzeuge an die Hand geben, um erfolgreicher Anleger zu werden. Das ist natürlich ein schöner Anspruch, aber jetzt haben Sie ja auch schon von einigen Umwälzungen gesprochen, die Sie selber schon mitbekommen haben. Was ist jetzt Ihrer Meinung nach eben die Bedeutung auch für den Privatanleger, also was Social Trading betrifft? Wir sehen zwei große Vorteile im Bereich Social Trading für den Anleger. Einmal, dass der Anleger sich einfach informieren kann über Handelsstrategien auf unserer Plattform, zwar in Echtzeit und kostenlos, und damit sein eigenes Anlageverhalten optimieren kann. Und zweitens kann er aber auch diese Handelssignale oder Handelsstrategien vollautomatisiert auf seinem Konto, das er schon mit 100 Euro fanden kann, kann er die auf diesem Konto ausführen lassen. Das heißt, eine hocheffiziente Lösung für den Privatanleger. Und wie würden Sie jetzt die weitere Entwicklung schon mal einschätzen, wenn Sie jetzt die Kristallkugel schon mal so quasi ein bisschen bemühen? Wie könnte das auch die Bankenlandschaft verändern? Naja, die Kristallkugel ist natürlich nicht immer ganz so einfach, aber ich denke, dass sich der Markt sehr, sehr gut entwickeln wird. Wir sehen starkes Interesse von etablierten Finanzdienstleistern für den Bereich Social Trading, auch übrigens der Regulierungsbehörden. Das ist mein Indiz dafür, dass der Markt sich so langsam aus der Nische heraus entwickelt. Wir sehen momentan sehr viel Aktivität bei Banken. Es werden ganze neue Abteilungen gebildet mit Mitarbeitern, die sich mit der Digitalisierung der Finanzmärkte beschäftigen. Und wir sind auch nicht ganz untätig und werden in den nächsten Wochen eine signifikante Kooperation mit einer Großbank im Bereich Social Trading bekannt geben. Also, es tut sich einiges. Herr Lemka, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gerne. Liebe Zuschauer, es tut sich einiges, das haben wir jetzt schon gehört, bisschen zu den Hintergründen von Iondo, auch vom Social Trading. Wir sind ja vorhin am Kundensupport vorbeigekommen, da fragen wir jetzt natürlich auch mal ein bisschen genauer nach. Das wird sicher auch nochmal spannend, denn da sind die Leute, die quasi an vorderster Front direkt am Kunden arbeiten. So, zum Kundenservice, wo müssen wir da jetzt überhaupt hin? Ich denke, da geht's lang. Ja,
liebe Zuschauer. Wie versprochen, wir sind beim Kundensupport und hier arbeitet Nikolai Olbrich und mit dem unterhalte ich mich jetzt. Herr Olbrich, was genau ist Ihre Aufgabe hier im Kundensupport bei Ayondo? Ja, also die Aufgabe von mir und eben auch vom Service-Team ist es in erster Linie, sowohl den Followern als auch den Top-Tradern Hilfestellungen bei offenen Rückfragen zu geben. Die Kunden haben die Möglichkeit, uns entweder per Telefon zu kontaktieren, wo wir dann eben auch direkt vor Ort weiterhelfen können, oder beispielsweise eben auch per E-Mail nur einen Rückruf anzufordern oder Ähnliches. Und was sind jetzt so die häufigsten Fragen? Was kommt Ihnen da quasi besonders häufig unter? Womit schlagen sich die Leute so rum? Also die häufigsten Fragen kommen eben erst einmal zum Thema Social Trading ganz allgemein. Was ist das? Wie funktioniert das Ganze eben auch speziell bei Ayondo? Und natürlich teilweise auch banale Rückfragen wie, ich habe mein Passwort vergessen oder ich kann mich nicht mehr einloggen. Da helfen wir dann natürlich dementsprechend auch gerne direkt weiter. Also Sie sind quasi auf alles vorbereitet, muss man hier so sagen. Was würden Sie jetzt sagen, wie lange machen Sie das schon? Hat sich da jetzt in der Zeit was verändert? Also was jetzt die Anfragen angeht, aber vielleicht auch die Häufigkeit der Anfragen. Also merkt man, dass das Thema Social Trading jetzt vielleicht auch einer breiteren Masse inzwischen bekannt ist? Also das kann ich definitiv bejahen, dass wir in frequenterer Art und Weise Rückfragen bekommen, weil natürlich auch das Thema Social Trading immer mehr auch in den Medien publik gemacht wird. Und die Art der Rückfragen ändert sich eigentlich relativ wenig. Also es sind schon mehr oder minder immer ähnliche Anfragen, nur eben einfach die Taktung der Anfragen definitiv, die hat sich geändert. Ist ja in dem Bereich der Community-Gedanke besonders vorherrschend und ein besonderes Merkmal auch. Würden Sie jetzt sagen, im Kundensupport mit so einem Community-Gedanken hat man eine engere Kundenbindung als jetzt vielleicht bei einem anderen Unternehmen, wo eben der Community-Gedanke nicht vorherrscht? Ja, also das würde ich definitiv bejahen an der Stelle, weil eben auch bei uns nochmal speziell dazu kommt, dass wir eben Finanzdienstleister sind und wir dadurch natürlich auch nochmal eine ganz andere Verantwortung dem Kunden gegenüber entgegenbringen. Und es kann ja eben auch durchaus passieren, dass die Entscheidung eines Top-Traders und somit eben auch seine Anfrage eine direkte Konsequenz auch bei den Followern hervorruft. Herr Olbrich, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Liebe Zuschauer, wir haben es gerade gehört, der Community-Gedanke, der ist wichtig beim Social Trading. Wir haben auf der einen Seite die Follower, aber natürlich auch die Top-Trader, denen Sie folgen, denen Sie über die Schulter schauen möchten, von denen Sie was lernen wollen. Und mit einem solchen Top-Trader, mit einem Signalgeber, reden wir jetzt. Beim Fußball zählt ja auch der Community-Gedanke, ähnlich wie hier bei Ayondo. Und bei mir ist jetzt einer der Signalgeber für die Ayondo-Community, Christian Fahner. Schön, dass Sie heute bei mir sind. Können Sie mir gleich mal erklären, wie wird man eigentlich Signalgeber jetzt hier für die Ayondo-Community? Man eröffnet einfach bei Ayondo ein Handelskonto und ab diesem Zeitpunkt werden alle Transaktionen, die ich tätige, der Community geteilt und jeder kann einsehen, was ich so täglich mache. Und wie qualifiziert man sich? Also kann quasi jeder, der es möchte, Signalgeber werden? Es kann jeder, der möchte, diese Signale bereitstellen. Und das hat diesen Vorteil, dass er im Prinzip andere Leute zeigen kann, wie, was er am Markt macht. Viele Leute schauen dann zu und möchten vielleicht selber diesen Trader kopieren. Und dadurch kann man natürlich, wenn man eine gute Performance hat, zusätzlich Geld für sich selber für den Trader generieren. Das ist ja jetzt aber eine interessante Frage. Wieso wird man dann eigentlich Signalgeber? Also was hat man quasi selber davon? Man könnte ja auch sagen, ich bin guter Trader, ich bleibe jetzt einfach in meinem stillen Kämmerlein und behalte meine Ideen für mich. Also warum teilt man die mit der Community? Ja, zum einen hat man die Möglichkeit, dadurch einen Nebenverdienst zu erlangen. Dadurch, dass die Kopierer einem folgen, bekommt man Einnahmen von Ayondo. Und zum Zweiten, was ich auch sehr wichtig finde, auch der Community zu zeigen, dass die Börse halt für Leute wie mich faszinierend ist und vielleicht den Leuten zu zeigen, das ist einfach viel interessanter, als es nach außen wirkt. Woher kam jetzt Ihre Faszination persönlich für Social Trading? Ja, ich habe selber schon seit 6 Jahren gehandelt und habe dann vor 2, 3 Jahren, als das Thema hochgekommen ist, war ich sehr neugierig und habe mich dann seit Anfang dieses Jahres bei Ayondo angemeldet. Gerade aus diesem Grund, der Community-Gedanke, den finde ich sehr gut, dass mehrere Leute zusammen hier an ihrem Wissen arbeiten, untereinander sich austauschen können und dann auch zusammen erfolgreich handeln. Gibt es jetzt aus Ihrer Erfahrung als Signalgeber schon jetzt so ja, bestimmte Tipps, die Sie generell Followern oder ja, Interessierten geben könnten, worauf Sie achten müssen? Also eine sehr gute Möglichkeit finde ich das Demokonto bei Ayondo. Da können Interessenten einfach mal Trader, die sie interessant finden, reinpacken und dann einfach mal schauen, wie verhält er sich. Denn es ist meiner Meinung nach sehr wichtig zu sehen, wie ein Trader auch in schwierigen Handelsphasen, so wie aktuell, mit seinen Trades umgeht und nicht nur, wenn es ganz gut läuft. Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, Sie haben ja schon eine lange Erfahrung auch als Trader. Das ist für unsere Zuschauer jetzt natürlich interessant. Wie sieht jetzt so ein Alltag eines Traders aus? Vielleicht können Sie mal so Ihren typischen Tag einfach schildern. Ich stehe um 7:30 morgens auf und setze mich dann direkt vor den Bildschirm und schaue mal, was sich so über die Nacht getan hat.
Und meine Haupthandelszeit ist dann von 8 bis 11 Uhr der deutsche Markt und mittags dann von 14 bis 18 Uhr der amerikanische Markt. Da schaue ich dann, wie gesagt, dass ich meine Position aufmachen kann und auch noch vor dem Abend wieder schließen kann. Jetzt haben Sie schon gesagt, wie so die Uhrzeiten sind, aber wie muss man sich das vorstellen, kleben Sie in der Zeit wirklich komplett am Bildschirm und verlassen Ihren Schreibtisch überhaupt nicht oder ist es so, ja, Sie gucken ab und zu mal drauf, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, während den Haupthandelszeiten, wie ich gerade gesagt habe, muss ich schon die ganze Zeit vor dem Bildschirm die Kurse verfolgen, da gerade wenn man mit CFDs handelt, sich wirklich innerhalb von kurzer Zeit sich einiges verändern kann. Herr Fahner, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben schon gemerkt, das Thema ist so vielfältig wie die Community eben selber. Und das war es auch schon in unserem Special hier zum Thema Social Trading. Aber natürlich haben wir innerhalb unserer Themenwoche noch jede Menge andere Sendungen. Die können sich alle anschauen auf unserer Seite www.drf.fm/Social Trading. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.